Mensch, was haben wir für tolles Campingwetter und ich nutze die Gelegenheit, um euch einen richtig schicken Wohnwagen vorzustellen, den Hobby Excellent Edition 540 WLU. Ein Wohnwagen sogar mit separatem Bad und das ist so richtig schick. Und bevor wir jetzt starten, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu drücken und jetzt viel Spaß mit unseren Highlights. Kommen wir einmal zu den allgemeinen Fakten. Hobby Excellent Edition 540 WLU. Für was steht denn das WLU? Das W steht für den Heckwaschraum, das L für die Einzelbetten, die direkt davor sitzen und das U für eine richtig schicke Rundsitzgruppe und die sitzt ja vorne im Bug. Und ich finde, das Fahrzeug ist so klasse angeordnet. Es ist einfach so lichtdurchflutet und das seht ihr auch gleich im Fahrzeuginnenraum. Jetzt starten wir aber mal mit den Längen- und Breitenangaben, weil wir haben eine Gesamtlänge von 7,30 m, also mit Deichsel, und eine Aufbaulänge von 6,11 m. Also ohne die Deichsel. Die Breite beträgt jetzt hier in diesem Grundriss 2,30 Meter. Ja, und ihr merkt schon anhand dieser Zahlen, es ist ein wirklich reisefähiges Fahrzeug und es macht einfach Spaß, damit auch wirklich die Welt zu sehen. Ja, die Höhe, also vom tiefsten bis zum höchsten Punkt, das sind 2,64 Meter. Das war es schon mal zu den Angaben und jetzt kommen wir mal zu den Gewichten. Und die blenden wir euch an der Stelle einmal ein. Weil wir haben eine Masse im fahrbereiten Zustand von 1329 Kilo und beladen dürft ihr den serienmäßig bis 1500 Kilo. Das bedeutet für euch, ihr habt schon viel Zuladung, aber wer noch mehr möchte, der kann sogar auflasten, wie wir das gemacht haben, auf 2 Tonnen. Und dann dürft ihr sogar 631 Kilo mitnehmen. Das ist definitiv mehr als genug und jetzt kommen wir mal zum Exterieur. Kommt mit! Wir starten einmal hier vorne an der serienmäßigen Anti-Schlingerkupplung von Knott. Das ist die Knott KS25 und was ich da super praktisch finde, ist, dass man die ganz einfach abschließen kann dank eines Sicherungsstiftes. Direkt dahinter sitzt einmal das Stützrad. Ja, und im Stützrad ist auch serienmäßig bereits mit enthalten eine Stützlastanzeige. Dadurch sehen wir einfach kurz bevor wir anhängen, wie viel Gewicht dann auf unserer Anhängerkupplung lastet. Jetzt drehen wir uns mal um und wir werfen mal hier einen Blick in den schönen Flaschenkasten rein. Ja, und der ist einfach gut aufgeteilt. Da haben wir Platz für zwei 11 Kilo Gasflaschen. Optional könnt ihr natürlich auch 5 Kilo Gasflaschen mitnehmen. Hobby hat euch hier noch einen Tritt mit dazu gegeben. Auf der linken Seite sitzt einmal der rollbare Abwassertank. Ja, und wer jetzt hier vorne zum Beispiel noch eine Duo Control haben möchte, der kann das natürlich werkseitig mitbestellen oder wir rüsten das bei uns in der Werkstatt für euch nach. Und das Thema Duo Control, das haben wir nochmal separat für euch erklärt und das verlinken wir euch einmal nochmal unten in der Beschreibung. So, jetzt machen wir das hier mal zu. Wir wandern mal hier so ein bisschen zur Seite hin und schauen uns das Fahrzeug mal von der Seite an, weil es sieht einfach schick aus. Also Hobby kann Wohnwagen und man hat ja so einen leichten Dekorstreifen, der hier nochmal ein bisschen Akzente setzt. Und wir haben auf dieser Vorzeltseite drei Fenster und die sind bereits schon serienmäßig getönt. Man kann also von außen gar nicht direkt reinschauen, aber man hat natürlich von drin einen super Blick nach draußen. Und jetzt gehen wir einfach mal näher ran. Weil wir haben jetzt hier ein Hammerschlagblech und ein Hammerschlagblech hat zwei große Vorteile gegenüber einem Glattblech. Aufgrund dieser Struktur kann es nämlich dünner sein, also wir haben den Gewichtsvorteil und wenn da mal ein Dällchen drin ist, dann fällt das auch nicht direkt auf. So, wir machen mal weiter, wir gehen weiter und zwar zur Achse. Wir haben jetzt unser Fahrzeug hier auf 2 Tonnen aufgelastet und dadurch hat er auch hier diese schicken Leichtmetallfelgen mit dazu bekommen. Und nochmal die Info, wir können jetzt hier bei diesem Fahrzeug über 600 Kilo Zuladung mitnehmen. Also da kann man wirklich mit auf Weltreise gehen. Direkt neben der Achse sitzt einmal der CE-Stecker, also die Haupteinspeisemöglichkeit für unseren Wohnwagen, dass wir drinnen auch Strom haben. Daneben sitzt einmal die serienmäßige Vorzelt-Außensteckdose mit einem 230-Volt-Anschluss. Da kann man mal super eine Kühlbox anschließen, ein Fernsehen, ja, oder den Elektrogrill. Und direkt darunter haben wir die Möglichkeit, ein TV-Signal einzuspeisen oder abzunehmen, wenn man eine feste SAT-Anlage verbaut hat. Das machen wir mal zu und wir machen hier mal die Serviceklappe auf, weil das ist eine Staumöglichkeit, die wir haben, die sich jetzt hier unter einem Einzelbett befindet. Das Praktische ist auch, wir können natürlich beide Einzelbetten auch von innen aufstellen, dass man auch von innen praktisch be- und entladen kann. Wir machen das mal wieder zu und gehen mal so langsam Richtung Heckbereich. Und der sieht doch mal richtig schick aus. Und was mir persönlich besonders gut gefällt, das sind die Rückleuchten. Weil in den Rückleuchten haben wir so ein LED-Band drin.
Das sieht nicht nur gut aus, das hat auch einen praktischen Vorteil. Bei Schlechtwetterfahrten werdet ihr einfach viel besser erkannt. Hier unten drunter haben wir nochmal so einen Heckdiffusor angedeutet. Das macht das Ganze ein bisschen frischer, sportlicher. Und jetzt kommen wir mal zur anderen Seite. Kommt mal mit, weil hier hinten ist ja unser Heckbereich, wo wir die Toilette verbaut haben und auch die Dusche. Und da haben wir natürlich hier die Klappe zur Toilettenkassette hin. Die ziehe ich auch einfach mal raus für euch. Schaut mal, ganz praktisch, sogar mit Trolley-Funktion. Ihr müsst die gar nicht mehr tragen. Ihr könnt die ganz einfach hinter euch herziehen. Jetzt verstauen wir die aber mal wieder und schließen das ganze System. Weil die Toilette hier, die nimmt das Wasser aus dem Frischwassertank. Also sie hat keinen separaten Spültank für die Toilettenspülung. Und der Frischwassertank, der sitzt ein bisschen weiter weg. Der sitzt nämlich hier. Bei so einem Fahrzeug mit separater Dusche würde ich zum Beispiel immer einen City-Wasseranschluss mitbestellen. Dann habt ihr nämlich eine Dauerwasserversorgung für diesen schicken Wohnwagen. Und wir gehen jetzt mal weiter, weil hier sitzt einmal der Einlass und der Auslass von unserem großen Kühlschrank. Den sehen wir uns gleich natürlich innen nochmal ganz genau an. Und ganz vorne ist der Auslass von unserer Heizung. Ja, und das ist ein ganz cleveres System. Truma Kombi. Ja, wir haben die Kombination zwischen Heizung und 10 Liter Warmwasserboiler und das Ganze kann man sogar gradgenau einstellen und das sehen wir uns gleich auch mal drin an und jetzt gehen wir auch mal rein. Wir starten einmal mit der Tür und die Tür hat eine gewisse Dicke, einfach aus dem Grund, dass hier in diesem Bereich keine Kältebrücke entstehen soll und wir haben hier in dieser Tür noch praktische Fächer. Schaut mal, hier oben eins, hier unten haben wir noch eins und was darf natürlich auch nicht fehlen, das ist ein Mülleimer. Der sitzt einmal hier, ja, und im Mülleimer ist sogar noch so ein pfiffiges Gadget, schaut mal hier, mit Kehrblech. Und jetzt gehen wir mal zusammen rein. Ja, und in diesem Eingangsbereich ist es vor allem für mich wichtig, dass da auch eine Fliegenschutztür drin ist. Und die ist natürlich auch mit im Serienumfang enthalten. Ja, und jetzt gehen wir aber rein. Und schaut euch erstmal diesen schicken Raum an. Ja, und das Farbdekor im Excellent Edition heißt Cape Town Weiß. Ja, und es ist ja neu in diesem Modell, ja. Man hat ja hier ein wirklich sehr schönes, modernes Design und es ist alles sehr clean gehalten. Ich persönlich finde das super schick und ich würde vorschlagen, wir starten einfach mal hier in dieser Bugsitzgruppe und vor allem bei den Staumöglichkeiten. Und die machen wir einfach mal auf. Ja, wir schauen mal hier rein, wie viel Platz wir hier einfach haben. Hier kann man wunderbar beladen, vor allem in zwei Ebenen, oben und einmal unten. Hier ist natürlich nochmal so eine Kante drin, dass die Sachen, die man da reinstellt, auch da drin so ein bisschen gehalten werden. Auch hier machen wir das nochmal auf. Und ich würde sagen, ja, das gehört ja auch noch hier zu diesem Bugsitzgruppenbereich mit dazu. Also wirklich sehr schick. Ihr habt auch schon gerade wahrscheinlich gehört und gesehen, da ist ein Softlotion schon hier mit dabei. Schließen also sauber und sanft. Und dieser Bugbereich ist einfach schick ausgeleuchtet, weil man viele Fenster hat. Die Polsterkombination, die wir jetzt hier eingesetzt haben, die nennt sich Neo. Ist ja so zweifarbig, finde ich, passt wunderbar zum Farbdekor. Wer das Alternativpolster wählt, der kann das natürlich werkseitig machen. Und wie das aussieht, das blenden wir euch an der Stelle nämlich einmal ein. So, ich mache es mir jetzt mal hier gemütlich in dieser Bugsitzgruppe. Ich setze mich mal hier rein und zeige euch hier so ein paar Highlights. Ja, und obwohl ich groß bin, habe ich Platz. Ja, also auch hier unter diesen Hängeschränken kann ich mich noch frei entfalten. Und man hat jetzt hier die Möglichkeit, zum Beispiel erstmal einen anderen Tisch zu wählen, wenn man möchte. Finde ich, den braucht man nicht zwangsweise. Aber man kann statt diesem Zwei-Scheren-Tisch auch den innovativen Einsäulen-Hubtisch ab Werk mitbestellen. Den kann man natürlich auch nachrüsten, wenn man möchte. Dann hat man einfach ein bisschen mehr Beinfreiheit hier im Tischbereich. Obwohl, wenn man zu zweit oder zu dritt sitzt, reicht, wie gesagt, dieser Tisch wunderbar. Ja, und ich finde, man kann sich aber hier in diese Bugsitzgruppe so richtig reinflitzen. Auch mal bei Schlechtwettertagen kann man sich hier gemütlich machen. Man kann mit vielen Personen hier sitzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Personen können hier wunderbar Platz nehmen. Man kann also den Tag auch mal hier im Wohnwagen verbringen, wenn das Wetter nicht mitspielt. Und vor allem, man kann natürlich auch Fernsehen schauen. Ja, und der Fernsehplatz, der hat verschiedene Möglichkeiten. Also man kann jetzt entweder im Bettbereich einen Fernseher installieren. Da vorne im Eingangsbereich könnte man theoretisch auch den Fernseher anbringen, wenn man möchte. Da seid ihr ganz frei, wo ihr das hinhaben möchtet. Und wir helfen euch da gerne bei der Umsetzung dafür. Ja, und ich hatte auch schon die Fenster angesprochen. Ja, also man hat immer den Blick nach draußen. Dadurch wirkt dieser 2,30 Meter breite Wohnwagen viel, viel geräumiger. Das ist ja auch schon mal schön. Und auch schön ist, dass man diese Fenster öffnen kann. Und das machen wir jetzt doch einfach mal zusammen. Ja? Wir haben hier einmal so Pushlock-Knöpfe. Die drücken wir einmal rein. Und dann kann ich nämlich schon das Fenster in 3 Positionen einstellen. Das hört ihr jetzt sogar, wann es einrastet. Erste Position, zweite Position,
dritte Position. Das ist die maximale Öffnung, ja auch perfekt mal zum Querlüften, wenn man möchte. Und wenn man jetzt zum Beispiel in Wassernähe steht, dann kennt ihr das lästige Problem. Mücken und Fliegen, die sind überall und die sollen natürlich draußen bleiben. Und deswegen gibt es an allen Fenstern hier ein Fliegenplissé. Runterziehen, unten einhängen. Davor liegt einmal das Verdunklungsplissé, was man in 3 Stufen einstellen kann, wenn die Sonne mal ein bisschen blöd steht. So, wir machen das mal wieder hoch. Das Fenster machen wir zu. So, ist auch schnell wieder gemacht. Gardinchen machen wir auch mal wieder ordentlich. Und dann kann es ja sein, dass ihr gerade auf großer Tour seid und dann kündigen sich die Enkel an oder die Kinder. Die möchten auch mitkommen, die möchten hier schlafen und die können hier in dieser Bugsitzgruppe Platz nehmen. Ja, oder die schlafen draußen. Aber hier kann man das auf jeden Fall umbauen. Und diesen Umbau, den machen wir jetzt mal zusammen. Weil das geht einfach und vor allem auch schnell. Man geht nämlich hin und senkt diesen Tisch erstmal ab. Das geht natürlich auch mit dem Einsäulen-Hubtisch. So, aber jetzt senken wir mal diesen Tisch hier ab. Der geht eine Etage tiefer. Jetzt geht man hin, zieht die Sitzkissen in die Mitte. Die Rückenkissen, die werden einfach nur umgelegt. Das gleiche machen wir noch auf der anderen Seite. Und schon haben wir das Bett umgebaut. Man kann auch jetzt hier hinten natürlich auch noch die Rückenkissen wegnehmen. Dann hat man die Schlaffläche noch ein bisschen vergrößert. Und wie groß diese Schlaffläche ist, das blenden wir euch an der Stelle einmal ein. Ja, optional empfehle ich vielleicht noch einen Topper mitzunehmen, wenn das als langfristige Schlafmöglichkeit genutzt werden soll, damit man hier die Ritzen nicht so spürt. Und dann kann man hier wunderbar die Nächte drauf verbringen. Und man kann jetzt hier nicht nur drauf sitzen oder schlafen, man hat da auch noch Beladungsmöglichkeiten. Und die gucken wir uns in dem Zuge mal an, weil wir haben hier rechts einmal direkt im Eingangsbereich eine große Klappe, die öffne ich auch mal, wo man noch mal viel reinladen kann. Ja, man hat da auch so ein bisschen die Durchlademöglichkeit, also auch lange Sachen kann man da unterbringen. Und jetzt gucken wir auf die andere Seite mal. Und für die, die im Außenbereich aufgepasst haben, die werden schon wissen, hier sitzt unsere Heizung. Schaut euch die mal an, das ist die Truma Kombi 6. 6000 Watt Heizleistung mit einem integrierten 10 Liter Warmwasserboiler macht er es hier drin so richtig warm und vor allem, man kann auch vernünftig duschen. Und das ganze System steuert man über das CP Plus Modul. Und das CP Plus Modul, das sitzt hier hinten. Hier hinten einmal im Bettbereich. Hier drüber kann ich also die Heizung aktivieren, wenn ich möchte. Und das Panel haben wir euch auch nochmal separat erklärt in einem Video. Und das haben wir euch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt machen wir mal weiter. Wir machen das nämlich hier mal ordentlich und dann kommen wir zur Küche. So, wir starten einmal hier oben in dem Küchenbereich. Hier haben wir einmal Beladungsmöglichkeiten oben und vor allem hier unten auch wieder. Finde ich natürlich schön sortiert. Man kann da Teller, Tassen, Schüsseln, all das unterbringen, was man so gerne mitnehmen möchte. Und wir haben auch hier eine richtig schicke Küchenrückwandblende. Und da haben wir auch einmal Stromanschlüsse integriert. Hier 2 Stück, 230 Volt. Hier oben einmal USB und vor allem Lichtschalter, dass man hier auch so eine richtig schicke Ausleuchtung hat. Hier sind 3 Flammenkocher integriert. Und vor allem eine große Spüle. Der 3-Flammenkocher, den kann man dank des integrierten Piezozünders ganz einfach anmachen. Wenn man fertig ist mit dem Kochen, kann man auch einfach sauber machen. Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Nehmt euch einfach hier das Rost raus, schnappt euch einen feuchten Lappen, wischt alles in eine Ecke. Und da könnt ihr es wunderbar und einfach entnehmen. Und direkt daneben, da rechts, schaut mal, haben wir eine richtig große Spüle. Und da kann man mal den Abwasch machen. Wenn der Weg zum Spülhaus zu weit ist und wenn man den Platz nicht braucht, dann macht euch doch einfach hier wieder die Glasabdeckung runter und dann habt ihr da so eine kleine Küchenerweiterung. Man kann da auch mal gerne was drauf schnibbeln oder ablegen und zum Ablegen braucht man zum Beispiel auch Platz unter dieser Küche. Und zwar hat man hier die Möglichkeit zum Beispiel euer Besteck abzulegen. Ja, wir haben so eine Besteckeinlage serienmäßig mit dabei und wir haben hier in diesem Fach auch sehr gut zugänglich die 3 Absperrventile für unsere Gasendverbraucher. Ist ja auch ein wichtiges Thema, dass man da ganz einfach und schnell drankommt. Und dann haben wir darunter auch noch Platz und vor allem viel Platz, ja, für Töpfe, für Pfannen. Beachtet da bitte aber immer, dass ihr diese Schubladen nicht über 10 Kilo beladet. Auch hier natürlich mit integriertem Softclose-Scharnier. Unten drunter auch nochmal ein Fach. Schaut mal hier rein. Und eine Sache macht Hobby auch genial. Schaut mal. Man hat hier nochmal die Möglichkeit, ein Küchenhandtuch aufzuhängen. Ja, und zu einer guten Küche gehört auch ein guter Kühlschrank. Und der ist ja auf jeden Fall vorhanden. Das ist nämlich der neue Dometic-Kühlschrank. Der sitzt direkt hier neben. Den mache ich mal auf. Und der hat eine wirklich clevere Unterteilung. Man kann ja auch hier nochmal diese Fächer ideal in der Höhe verstellen, halt so, wie man es gerne haben möchte. Hier unten drunter kann man sogar diese 1,5 Liter Flaschen integrieren.
Ein Gefrierfach ist auch vorhanden, das sitzt hier oben. Und der Kühlschrank, das ist jetzt ein Absorber. Also er kann über drei Energiearten laufen. Über 230 Volt am Campingplatz, über Gas, also ganz autark oder während der Fahrt in einem 12 Volt Betrieb. Und direkt daneben haben wir sogar einen Doppelanschlag. Ja, und das ist auch schick gelöst, dass man quasi diesen Kühlschrank von beiden Seiten öffnen kann. Also auch von der Bettseite kann man sich mal was Kaltes rausholen. Und darunter haben wir eine Beladungsmöglichkeit. Und das Fach zum Beispiel, das nutze ich immer gerne für ja, Putz-Utensilien. Die müssen ja leider auch mit, aber da kann man das wunderbar platzieren. Ja, oder vielleicht für Schuhe. Ist ja euch überlassen. So, wir machen das mal zu, wir drehen uns um, weil hier sitzt der Kleiderschrank. Den mache ich auch mal auf, da werfen wir mal einen Blick rein. Ja, und da haben wir einfach viel Platz für Jacken, Blusen, Hemden, all das, was man so mitnehmen möchte. Wir sehen natürlich einmal auch hinten durch die Bordelektronik. Da oben in der schwarzen Kiste, das ist der Umwandler von 230 Volt auf 12 Volt. Direkt darunter sitzt der Sicherungsautomat, ja, und ganz unten, da wo Hobby drauf steht, das ist das Lichtsteuermodul davon. Wir schließen das mal. Tauchen auch hier noch mal eine Etage tiefer ab, weil hier haben wir auch noch mal ein Fach, wo wir ein paar Sachen unterbringen können. Und das ist jetzt hier so mit Magneten arretiert, dass es natürlich auch während der Fahrt alles so verschlossen bleibt. Und wir gehen mal weiter Richtung den richtig schicken Einzelbetten hier und seht einfach, wie lichtdurchflutet hier das einfach ist. Man fühlt sich einfach wohl und man hat natürlich auch hier jede Menge Beladungsmöglichkeiten. Also hier passt wirklich alles rein, alles was man so mitnehmen möchte. Auch hier nochmal und die machen wir auch nochmal ganz fix aus. Das sieht zwar gleich aus, aber damit ihr euch das einfach mal vorstellen könnt, wie viel Beladungsmöglichkeit hier herrscht. Und was auch schick ist, hier nochmal so ein kleines Detail. Das ist ein richtiger Scheniere und die sind auf so einem Aluprofil befestigt. Und wenn man da mal den Slogan von Hobby aufnehmen kann, dann ist das einfach hier gebaut fürs Leben. Jetzt hat jeder hier, also rechts und links, vorne nochmal eine Ablagemöglichkeit. Ja, bei den Betten, man hat auch hier jeweils einen 230 Volt Anschluss, dass man zum Beispiel mein Handy laden kann oder etwas anderes anschließen könnte. Wir haben hier Lichtschalter, hat natürlich jeder auf jeder Bettseite. Und in diesem Zuge würde ich auch euch mal die Bettmaße einblenden, wie groß diese Betten sind. Ja, und man kann ja auch wirklich wunderbar drauf schlafen, habe ich auch schon mehrere Nächte gemacht. Man hat nämlich hier eine richtige Matratze drin, die hat auch eine gewisse Dicke, das ist jetzt eine Federkernmatratze. Und direkt darunter sitzt einmal ein Holzlattenrost, dass das ganze Schlafthema noch ein bisschen abgerundet wird, wenn man wirklich wie zu Hause schläft. Und ich hatte es schon von außen angeteasert, man kann beide Betten aufmachen. Schaut euch das mal an, also man kann die aufstellen. Und man hat jetzt hier nochmal richtig viel Beladungsmöglichkeiten und man sieht auch nochmal den Frischwassertank, das ist der große mit 50 Liter. Und da hatte ich ja schon gesagt, eine sinnvolle Ergänzung zu diesem Frischwassertank ist definitiv der City-Wasseranschluss, eine Dauerwasserversorgung genau dafür. Wir schließen das mal und jetzt kommen wir mal zum Highlight, zu meinem persönlichen Highlight von diesem schicken Fahrzeug. Und das ist hier hinten. So, ich drehe mich nochmal ganz kurz. Öffne die Tür und schaut euch das einmal an. Das ist doch einfach mal verdammt schick. Das ist nämlich der Heckwaschraum. Ja, und ich gehe jetzt mal hier hinten einfach in die Dusche rein, damit ihr euch das hier ein bisschen besser vorstellen könnt alles. Ja, und das ist eine richtige Dusche. Die dürft ihr auch nutzen. Dafür ist sie ja auch da eingebaut. Und man hat auch vor allem richtig viel Platz. Ja, ich bin 1,88 groß, wiege 85 Kilo und kann mich hier wunderbar drin bewegen. Ja, ich habe die Möglichkeit auch mich mal hier zu bücken. Man hat hier links einmal Platz für Duschlotions oder etwas der Richtung. Man hat hier die Brause, ja, und da kommt auch richtig Wasser raus, dass man auch duschen kann. Hier ist natürlich einmal ein Spritzschutz. Und jetzt komme ich noch mal raus, weil man hat ja nicht nur die Dusche hier hinten, man hat natürlich auch hier einen schönen Waschtisch. Wir haben jede Menge Beladungsmöglichkeiten, also auch nochmal hier und hier, wo wir nochmal ein paar Sachen unterbringen können. Ja, und jetzt dreht ihr euch einfach mal, weil da sitzt natürlich auch unsere Toilette. Und das Thema Toilette haben wir nochmal separat in einem Video erklärt. Schaut da gerne mal in die Videobeschreibung rein. Da zeigen wir euch, wie man das Ganze entleert, reinigt und wie das Ganze alles so funktioniert. So, und jetzt kommen wir mal so langsam Richtung Ausgang. Und hier sitzt nämlich noch das Hobby Connect Panel. Und das ist auch serienmäßig hier in diesem Fahrzeug bereits mit enthalten. Das heißt, man hat die Möglichkeit, hier oben das Licht an- und auszumachen. Wir können ablesen, wenn ihr eine Autark-Batterie mitbestellt habt, wie voll ist meine Batterie, wie voll ist mein Abwassertank. Ich kann meine Fußbodenerwärmung mitbestellen. Ja, und der Name Hobby Connect, der kommt ja nicht irgendwo her. Der kommt daher, dass man das Ganze ganz smart mit seinem Handy verbinden kann.
Und dann kann man auch über das Handy das Licht an- und ausmachen. Man kann die Heizung sogar über das Handy steuern, den Kühlschrank. Und wie das genau funktioniert, haben wir euch auch nochmal erklärt. Schaut auch da gerne mal in die Videobeschreibung rein. Da haben wir das ganze Thema für euch verlinkt. Ja, und ich würde vorschlagen, fürs Fazit gehen wir wie immer nach draußen. Da habe ich doch nicht zu viel versprochen. Das ist doch ein richtig schicker Wohnwagen, wenn es auf große Reise geht. Und vor allem das Highlight ist ja hinten der Heckwaschraum. Ja, und wenn ihr noch mehr wissen wollt zu diesem Wohnwagen, dann schreibt uns doch gerne an. Wir kommen hier aus dem Rheinland. Wir haben 3 Standorte in Kerpen, in Wesslingen und hier im idyllischen Rheinbach. Wir beraten vor Ort, aber auch ganz bequem digital, wenn ihr nicht gerade aus der Ecke seid. Ja, und übrigens, wir liefern nicht nur deutschlandweit aus, auch in die umliegenden Länder. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, euer Max.